Wir machen weiter. Womit? Mit Stirring Abyss. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Aber Moment, erstmal heil rauskommen. Konzentriert bleiben und schauen, ob wir es auch wirklich bis zum Ende packen. Oh, entschuldigt bitte, wie peinlich. Wir haben... hier ist jemand runtergehopst, habt ihr mitbekommen. Und es haben alle noch mindestens einen Aktionspunkt. Stimmt nicht. Er hat nur noch einen halben. Kann er damit noch evakuieren? Ich mutmaße mal ja, aber ich bin mir nicht sicher. Wir legen die Evakuierungszone mal hier drüber. Da ist die. Und jetzt müssen wir ihn noch killen. Er hat noch 3 Gesundheitspunkte. 2, 2. Wenn sie feuert, jetzt müssen wir aufpassen. Nee, wenn sie mit dem Bambunengewehr feuert, dann verliert sie beide Punkte. Ein Säurepfeil sollte im Idealfall klappen. 76% gibt's Friendly Fire. Oh Gott, ist das schwer zu erkennen. Könnt ihr erkennen, ob's Friendly Fire? Ich kann das nicht sehen. Ich glaube nicht, ne? Keins. Ich glaube, da ist keins. Ja! Nimm das, du Bestie! Leute, wir haben es geschafft. Wir haben alle abgemurkst. Und jetzt hoffentlich, wenn falls irgendwo einer sein sollte, können wir nämlich diese Aktion jetzt nicht durchführen. Achtung. Keine Aktionspunkte mehr. Er braucht einen ganzen. Also wir bleiben auf jeden Fall nur einen Rundenwechsel hier. Jetzt hoffe ich, dass sich in der Zeit keiner abnippelt oder einen Schaden bekommt. Er hier, er hat keinen... Sag mal, einen der... Wie viel hat er noch? Wie viele Aktionspunkte, der Kollege Park? 18 Gesundheitspunkte. Sollen wir ihn mal eine Erste-Hilfe-Pakete geben lassen? Ja, ne? Jetzt geht's ihm besser. Ihr geht's psychisch schlecht. Es kann auch sein, dass sie gleich Psyche-Punkte verliert. Ich habe nicht darauf geachtet. Ob jetzt verlieren die Lebenspunkte bei dem Sauerstoff bei 0? Ja, das habe ich gesehen. Verlieren die auch Psyche-Punkte? Wir können im Augenblick mit niemandem evakuieren. Mit ihm können wir schon mal evakuieren. Wir ziehen mal mit allen anderen. Wir gehen mal auf Nummer sicher, wir evakuieren. Also Nummer sicher ist gut. Wenn nachher noch irgendwo ein Feind auftaucht, dann haben wir ein Problem. Sie kann nicht mehr. Er kann nicht und sie kann auch nicht. Er hat noch einen... Er hätte noch ein Erste-Hilfe-Paket für sich selber. Sollen wir das mal sicherheitshalber nehmen? Obwohl, er hat noch so viele. Er hat noch 42. Minus 9 kostete das. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es hinbekommen. Wir haben es hinbekommen. Mann, Leute, da kommen uns echt was drauf einbilden. Mann, 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 Mann. Schwindende Realität. Mission erfüllt. Also an die Mission denken wir noch lange zurück. Unfassbares Spiel. Wie brutal. Unglaublich. Beute ohne Ende. 4 Vorratspunkte. Damit können wir unsere Leute nicht komplett heilen. Ramisi. Miriamu. Nie und nimmer hätte hättest du das gedacht. Darauf gewettet, dass wir das schaffen. Ein besonderer Sieg, wie das denn dir. Das sehe ich auch so. Das war haarscharf. Insignium. Kupfer bekommen, sehr viele Metalle, einmal Mark der Leere, damit können wir jemand wiederbeleben. Wir haben noch einen, den wir wiederbeleben müssen, das können wir jetzt machen. Und den, ne? Und 29 Hinweise. Und einen können wir gleich aufleveln. Sehr schön. So, jetzt lassen wir überlegen. Wir haben 14 Energie. Ausgepumpt haben wir alles. Das heißt, wir können mit der Energie gar nichts mehr machen im Moment.
Wir machen gleich ein Level up. Auf die nächste Stufe. Stufe 4 ist er. Und ich kann wirklich... Ach, wir wollten noch gucken, ob hier bei Park irgendein Psyche... Nix. Keine Verbesserung bei der Psyche. Also hier einmal die Level-Ups. Stufe 5. Wir haben die Auswahl zwischen erhöhter Basisschaden von Pfeilen. Für Pfeilfertigkeiten gibt es keine gemeinsame Abklingzeit mehr. Das heißt, er könnte parallel sowohl ein Säure- als auch ein Lähmungs- als auch ein Betäubungspfeil einsetzen. Das wäre cool, weil er kann keine Harpunen einsetzen, weil er die Mutation hat mit diesem Krabbengriff. Deshalb ist das für uns egal, erhöhter Basisschaden von Pfeilen. Es sei denn, die plus 15 würden auch gelten für diese Pfeile. Wenn die auch dafür gelten würden, dann wäre das sogar cooler, weil die geben nur ganz wenig Schaden, immer nur 9 bis 12. Das heißt, das wäre eine Verdoppelung in der Praxis von deren Schaden oder noch mehr. Unter der Voraussetzung, dass das auch für die normalen Pfeile gilt, weil wir hatten ja schon festgestellt, es gibt so Sonderregeln für die Harpunenpfeile und für die anderen. Aber ich denke, dass die verbesserten Pfeile sind cool. Denn selbst wenn die Pfeilfertigkeiten, wenn er dann statt 2 einer einsetzen könnte pro Runde, dieser erhöhte Basisschaden macht, ist ja locker wett. Also das sollten wir auf jeden Fall machen. Dann gehen wir hin. Und jetzt wählen wir noch zusätzlich... Er ist Allrounder. Er hat ja auch Nahkampf. Maximale Gesundheit führt uns, dies bringt uns in diesem Spiel überhaupt nicht weiter. Wir sollten weitergehen auf Verteidigung und Schadensreduktion. Finde ich das Beste und Klügste. So, und jetzt können wir mit dem Mark der Leere einen wiederbeleben. Das geht, glaube ich. Das war hier, ne? Hier unten. Und können Christopher Smith zurückholen. Das sollten wir auch machen. Denn zum Mutieren unserer Leute brauchen wir mittlerweile, weil jeder mittlerweile eine Mutation bereits hat, für die zweite Mutation 2 Mark der Lehre. Das heißt, das können wir eh nicht machen und wir brauchen mehr Auswahl. Damit die anderen, damit immer 2 Leute ausheilen können, passiv von Runde zu Runde. Einmal hier, Christopher Smith. Tante Mimi freut sich auch schon. Vor allem die Sprengstoff-Experten-Skills sind echt cool. Zweites Herz, der regeneriert von alleine. Ich glaube, das machte der sogar auf der taktischen Karte. Er ist wieder da. Gott, hat er wenig Trefferpunkte. Immer eine volle Gesundheit. Krass, ne? So. Jetzt lass uns mal überlegen, was wir machen. Forschung können wir keine machen. Wir hatten auch die Hinweise für irgendwas anderes gesammelt. Wofür hatten wir die nochmal gesammelt? Wir wollten irgendwas machen damit. Irgendwas bauen, irgendwas kaufen. Wisst ihr das noch? Wir hatten doch irgendwas wollten wir doch machen. Wir hatten gesagt, wir sammeln noch so und so viele Hinweise. Nee, nicht für die Forschung. Das war irgendwas anderes. Für irgendwas hatten wir die gesammelt. War das für einen Raum? Nein. War das für den Gegenstand, den wir herstellen wollten? Nicht? Wofür war das denn? Für irgendwas hatten wir die gesammelt. Also das hier ist alles nicht nötig. Die Torpedos können wir auf jeden Fall machen. Da würden wir 20 Metalle, da würden wir 3 Torpedos bekommen und 20 Metalle verbrauchen und 15 Kupfer. Das können wir einmal machen. Wir gehen mal alle Möglichkeiten durch. Das ist auch nur... Da würde die Energieanstieg weiter klappen, aber das finde ich jetzt muss nicht zwingend sein. 12 Metalle, 12 Kupfer. Das hier ist Ventilraum. Da können wir wieder irgendwas machen. Das ist alles schon. Das ist. Okay.
Das hatten wir auch gemacht. Das ist, heißt auch wieder nur irgendein Raum. Auch irgendein Raum. Auch irgendein Raum. Irgendein Raum. Ja, Leute, was wollten wir denn da machen mit den... Oder war das mit den Hinweisen schon? Ich würde sagen, wir holen uns jetzt einen Torpedoraum, ne? Harpunen haben wir viele. Ich glaube, wir haben immer noch... Wir haben zwei Harpunen drin. Das reicht aus. Der Unterwasserschweißbrenner wäre cool. Das ist ein Schaden, ein Massenschaden. Dafür brauchen wir allerdings mehr Chemikalien. Wir haben nur noch zwei Chemikalien, die können wir nicht herstellen. Wir könnten noch das eine oder andere Hilfepack herstellen, aber das geht auch nicht. Uns fehlen Chemikalien, können wir alles nicht machen. Ich würde sagen, wir holen uns mal so einen Torpedoraum, ne? Jetzt sagt Torpedoraum, ich auch. Jetzt bin ich gespannt, wie das klappt, wie das funktioniert. Da oben steht's. 6 Nutzungen. Plus 3 Torpedos. Mark 37 Torpedo. Hochexplosive Militärgeschosse. Uralte Ruinen. Was kann da schon schief gehen? Feuert ein Torpedo auf das Zielgebiet ab. Es trifft zu Beginn der nächsten Runde. Dabei verursacht er im Falle eines direkten Treffers enormen Schaden und drumherum Kollateralschäden. Ganz, das ist wirklich viel. Hauptschaden bis zu 78 Punkten und Kollateralschaden drumherum auch eine ganze Menge. 10 Abklingzeit. Autsch. 10 Runden Abklingzeit und eine Energie und kann 6-mal genutzt werden. Was mich gerade irritiert ist, hier steht da plus 3 Torpedos, hier steht Nutzung 6. Das verstehe ich nicht. Und hier vorne könnte man auch nochmal welche holen. Wieso 6 Nutzungen und hier ist nur ein Torpedo aufgeführt, wenn man 3 geholt hat? Es dürften doch nur 3 sein. Warum stehen hier 6? Da frage ich mal die Leute, die das Spiel schon gespielt haben. Da dürft ihr gerne uns das erklären. Matze und Co. Was bedeutet das, wenn man 3 Torpedos wiederherstellt durch den Raum, aber 6 werden einem angezeigt? Wer könnt ihr mir das sagen? Und bitte nicht per PN, sondern im Chat sagen. PNs kann ich während des Streams nicht aufrufen. Schreibt mal bitte kurz in den Chat rein. Ob man Torpedos herstellen kann, fragte Jim Rayner. Es ist einfach so allgemein. Ich glaube, wir haben 3 bekommen, als wir den Raum ganz hinten entwässert haben. Nee, die konnten wir vorher nicht nutzen. Keine Antwort gerade. Wisst ihr nicht. Ja. Und dann würde ich sagen, sollen wir nochmal, wir gucken uns mal die Missionen an. Das ist die nächste Kampagnenmission. Ich bitte nicht schreien, wenn ich jetzt einen Satz sage, ja? Bitte nicht schreien. Sollen wir mal gucken, ob es eine Bonusmission gibt? Chat brüllt, nein, WB, tu es nicht, mach es nicht. Mach es nicht. Diese coolen kleinen Bonusmissionen. Ja, was soll denn da schon passieren? Bei 3 Min. Dann Mimi schreit und schreit und schreit. Uli van Knobi sackt zusammen. Auf zur Bonusjagd mit WB. Zugucker, hey, komm zurück. Schreit gerade, läuft schreiend weg. Ja, wir haben ja zu viele Leute rumhaben. Alles klar. Lange keiner mehr gestorben, Jack Daniels. Also das muss man den Leuten, die neu dazugekommen sind, erklären. Die Bonusmission, die wir bislang ausprobiert haben, nicht alle, aber so gefühlt, also es war mindestens jede zweite, die hat sich nicht entpuppt als eine Hilfsmission, durch die man besser durch die Story durchkommt, sondern als die ultimative Herausforderung, die uns geschwächt statt gestärkt hat. Also völlig absurd. Dann lass uns ja, wir haben ja auch eigentlich genug Ressourcen, es fehlen Chemikalien, wir haben genug Energie. Achso, wie toll ist denn das Abschießen eines Torpedos? Eine Energie. Können wir eigentlich noch was an? Können wir noch einen anderen Raum einrichten? Das ist der hintere Torpedoraum. Aha.
guckt mal. Der wurde, ach so, der hintere Torpedoraum wurde mit repariert, automatisch. Anscheinend deshalb 6 Torpedos, 3 vorne, 3 hinten. So verstehe ich das. Das heißt aber, wir haben bis zum Rest der Partie 6 Torpedos. Und wir könnten machen, wir haben 13 Metalle und 15 Kupfer. Das können wir nicht machen. Das können wir machen. Damit würden wir, dann wäre eingerichtet, dass in der Nähe des Sonarsignals auch Ressourcen angezeigt werden. Das haben wir bislang selten gemacht. Kurzzeitig das Sonar einsetzen. Wir haben jetzt mehr Energie. Das könnten wir uns Feinde anzeigen lassen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das können wir im Augenblick nicht machen. Dazu haben wir auch nicht genug. Damit würden wir die passive Heilung nochmal erzeugen zwischen den Missionen für die 2 Leute, die wir immer zurückbelassen. Chat meint, dann verlieren wir 3 Torpedos. Warum denn? Ja, wir können das auch woanders einrichten. Also, ne? Es sind dieselben Räume. Also was wir im Augenblick machen könnten, wäre Solarsignal steigern oder sparen auf dem nächsten Schlafquartier nochmal eine Runde besser, sodass die Heilung intensiver ist. Die beiden Sachen könnten wir machen. Jim Rayner meint sparen. Also wenn wir das wirklich einsetzen mit der Signalverstärkung, dann wäre das schon cool. Also so wird uns nur angezeigt Gefahren in der Nähe und wenn wir das verstärken, auch Ressourcen. Dann weiß man, wo man hinläuft gezielt, dann kämen wir auch schneller da durch. Also ich finde das eigentlich schon cool, muss ich sagen. Komm, wir machen das. Signalverstärkung geht nicht, sei buggy, meint Jim Rayner. Bei deinem eigenen Spielerlebnis, echt? Die funktioniert nicht? Bist dir sicher? Medikit geht nicht, wir haben nicht genug Chemikalien, Eyeguard. Also Jim Rayner, wenn du dir sicher bist, dass das nicht funktioniert, mach ich es nicht. Wenn das defekt ist. Wir sparen mal. Wir lassen es mal sein, wenn wir uns nicht sicher sind. Wir warten mal auf Tipps. Matze, kannst du das bestätigen, dass es nicht funktioniert? Jetzt droht er euch schon. Zuguka droht Red Scavenger nach einem Streit. Ich schicke dich gleich auf eine Bonusmission, Red Scavenger. Oh Gott, Herr Ernst, da kommt gerade kein Psychoterror im Chat. Also das ist alles, was wir jetzt machen. Sehe ich doch richtig, ne? Sollen wir noch irgendwas herstellen? Den Schweiß können wir, es fehlen überall die Chemikalien. Leuchtfackeln. Dafür können wir jetzt die Energie benutzen. Machen wir auch nicht. Das Panzerband kostet nur Metalle, aber die sind auch noch was knapp. Das Amphetamin, das kostet alles Chemikalien. Nee, das war's. Wir stellen nichts her. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wen wir mitnehmen, Leute. 5 Vorräte haben wir. Wen nehmen wir mit? Wir nehmen erstmal alle raus. Und dann verteilen wir die neue. Achso, er ist ja hier. Jetzt suchen wir uns die Besten aus. Alle haben alle Ressourcen abgenommen bekommen. Den Captain nehmen wir mit. Der ist mittlerweile halbwegs fit. Gesundheit 67. Naja, Psyche hoch. Er ist dabei. Er ist der Captain. Der Captain ist dabei. Jetzt brauchen wir noch weitere. Einen weiteren Fernkämpfer. 2 Tanks. Oder einen. Oder Park. Wir nehmen eigentlich immer Park mit, aber dessen Psyche geht's bescheiden. Wer hat denn gute Werte noch? Niemand. Er heilt aus jetzt. Ihn könnten wir gesundheitlich heilen. Immerhin ist die Psyche voll hier. Das ist ja der Neue hier. Der Sprengstoffexperte. Ihn könnten wir 2-mal heilen. Dann könnten wir ihn mitnehmen. Das ist Park. Psyche geht so. Gesundheit ist halbwegs hoch. Ihn können wir mitnehmen, Park. Dann bräuchten wir noch einen weiteren Fernkämpfer. Ihn könnten wir mitnehmen. Aber bei 11, bei so wenig Gesundheitspunkten. Ihn können wir auch mitnehmen.
So, Alan Park nehmen wir mit. Der Koch ist unser Tank. Alan Park ist der auch ein Tank. Wir brauchen einen zweiten Fernkämpfer oder eine weitere Fernkämpferin. Wer ist nochmal der mit dem Krabbenarm? Das ist doch nicht Park, ne? Nee. Ja, das war er hier. Sterling, aber dem geht es in beiden Bereichen richtig mies. Also einen noch mitnehmen, aber die sind alle echt sowas von unfit. Also ihr 64 Gesundheit, 77 Psyche, 7 Psyche, 11. Sie ist noch fitter als er. Aber er hat den Crusher, den finde ich eigentlich cooler als das Seelenecho. Wobei, das weiß man nicht. Sie ist Linguist. Er hat die Betäubungspfeile und alles Mögliche. Er ist auch super hoch geskillt mittlerweile. Komm, wir machen das so, ja. Aber ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht. Ich sage es ganz offen. Sollen wir es so machen? Oder würdet ihr statt Sterling jemand anders mitnehmen? Smith muss heilen. Er hat volle. Ja, oder wir investieren bei Smith, weil der volle Psyche hat, nur noch gezielt zweimal in die Gesundheit. Dann ist er eigentlich topfit. Und er ist Sprengstoffexperte. Er könnte als zweiter Fernkämpfer mit. Und dann halt er hier, nicht Alan Park, dann halt Sterling noch ein bisschen weiter aus. So machen wir das. Er kommt mit rein. Smith bekommt zwei Vorräte auf die den Körper drauf. Die beiden heilen aus gesundheitlich. Park und die Frau. Sollen wir es so machen? Wir müssen auf jeden Fall heilen. Ihn einmal heilen mit sieben. Wir können fünfmal heilen, maximal. Und auch die Psyche heilen. Ihn einmal heilen. Was ist das für eine Fähigkeit? Zweites Herz. Er heilt über Zeit. Das ist gut. Der heilt über Zeit auch während der Mission hier. Der hat im Augenblick 31. Da brauchen wir nur einen Vorrat. Der heilt über Zeit während der Mission auf der taktischen Karte. Einmal heilen. Er muss aber, er heilt auch einmal. Er heilt mit dem zweiten Herzen. Das ist der Koch, der war eigentlich ganz gut. Bei ihm müssten wir in die Psyche investieren. Einmal. Psyche-Wert ist wieder da. Jetzt haben wir noch zwei Vorräte. Und die heilen hier allgemein aus. So machen wir das. Ihn müssen wir vielleicht auch noch einmal heilen mit einem Vorrat, ne? 71er Gesundheit ist echt mau. Bei ihm setzen wir darauf, dass er während der Mission heilt. Das ist natürlich riskant. Er hätte gerade mal 92. Aber er hat nur 71. So würde ich es machen. Das könnte klappen. Jetzt verteilen wir, behalten wir einen Vorrat auf Reserve, falls wir jetzt keine Vorräte bekommen. Oder wir machen wenigstens Ronald auch noch fit mit den 92. Und pokern bei ihm halt, wie gesagt, ne? Psyche 28 jedes Mal, das ist so wenig. Können auch die Psyche. So, jetzt bekommen die ihre Waffen, eine Harpune hier.
eine Harpune hier. Er hat einen Sprengstoffexpertenangriff, er auch. Wie sieht es aus mit den Lähmungspfeilen? Oh, haben beide nicht. Dann sind das echte Nahkämpfer hier nur. Raufbold, Meisterkämpfer. Meisterkämpfer USW. Dann bekommen die Tanks den Klopfer und die Leuchtfackeln und das Morphium für die bessere Panzerung und das Amphetamin. So würde ich es machen, Leute. Die Laborratte könnte die Spritze nehmen. Weil die bei dem besser wirken, dann könnten wir dem anderen noch mehr Leuchtfackeln geben. So. So sollte es funktionieren. So, und den letzten Vorrat Medikits. Ein Medikit. Das geht dann an unseren Captain. Das war's. Mehr ist nicht drin. Wir haben einen Vorrat nicht ausgegeben, Leute. Ja, die anderen ruhen aus. Wir können auch eine Runde aussetzen einfach. Wir können sagen, wir ruhen, setzen eine Runde aus, dann heilen alle einmal weiter auf. Das können wir machen. Sollen wir das mal ausprobieren? Die sollten, wie viel Räume haben wir eingerichtet zum Heilen? Erhöht die passive Heilung um 8, ein Mannschaftsquartier. Also lieber wäre wir, wenn wir noch ein zweites Mannschaftsquartier hätten. Das geht nämlich. Schlafquartier. 15 Metall. 2 fehlen uns. Dann könnten wir beim nächsten Mal nochmal 8 mehr heilen. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns drauf, noch ein weiteres Heilzimmer uns dadurch zu holen, dass wir jetzt Metalle einsammeln. Das wäre mein Vorschlag. Ja? Alles klar? Weitermachen! Rein in die nächste Mission. Ja, der Fäulniswert ist so halbwegs niedrig. Einmal hier rein. Der Ruf der Tiefe. Chief Franklin suchen wir und die Schaltpläne der USS Salem. Und wir sind wirklich auf den Meeresgrund runtergesackt. Sind eine Etage drunter und es sieht auch alles ganz anders aus als zuvor. Schaut mal. Geheimnisvolle Pflanzen hier aller Orten. Und unser Ziel, alles suchen und finden. Und da ist einmal, da ist schon das erste Ziel, direkt rechts von uns. Und einmal Sauerstoff. Viel zu früh. Fernkampf, Tank. Tank zieht vor. Da hinten sind Metalle. Die holen wir uns aber. Boah, sieht das gruselig hier aus. Das sind die 4 Metalle, wenn wir die jetzt gehabt hätten vorher. Damit können wir jetzt ein Schlafzimmer errichten oder ein Schlafquartier, dass die Leute schneller heilen. Ja, wo wir jetzt ohnehin hier sind, laufen wir auch einmal durch und gucken, was hier alles ist. Nein, hier hört's auf. Hier geht's gar nicht weiter. Hier kann man runterlaufen, echt? Kann man es überall, geht es hier runter. Ich will lieber hier rechts weiter gucken und dann hier runterlaufen. Kommt man hier überhaupt durch? Käme man hier durch? Ich glaube ja. Boah, wie gruselig das aussieht. Kupfer.
Wo ist das Ziel? Rechts unterhalb von uns. Hier irgendwo. Eine Runde weiter. Kupfer mitnehmen. Tank. Ein Tank hier, ein Tank da. Ah, toll. Jetzt kommen wir hier rechts nicht runter. Der muss links rumlaufen. Super. Vier Kupfer. Tank 2. Oh, hier kann man auch nicht lang laufen. Ach, man kann die Karte nicht drehen. Hier ist eine Stufe. Hier ist eine Stufe runter. Deshalb geht das nicht. Kommt man hier weiter? Echt, man sieht hier ja nichts, ne? Nochmal einmal. Suchscheinwerfer ist ein bisschen früh, ne? Sind da zwei Sauerstoff? Zwei Sauerstofftanks. Eins muss noch hier unten sein. Das sind die Fernkämpfer. Nee, das ist wieder ein Tank. Hier kommt man nirgendwo runter. Ein Tier. Eins vor, aber weiter nicht. Wo das ist, sind oft noch weitere. Den Fernkämpfern vorgezogen. Mal beobachten, aber so, dass es kein Friendly Fire gibt. Hierhin. Falls einer reinzieht, wird geknallt. Hier runter kommen wir auch. Das ist vielleicht noch spannender. Aber da sehen wir eh nichts. Zweiter Fernkämpfer. Ebenfalls Beobachtungsmodus und diesmal hier unten runter. Und er bleibt hier stehen, zieht nicht weiter und eine Runde weiter. Sauerstoff schwindet langsam. Letztes Mal sind wir genauso langsam, methodisch ungründlich durchgelaufen. Waren stolz darauf, haben gedacht, oh Gott, es läuft alles so leicht. Das schaffen wir ganz locker. Und am Ende wurde es dann zentner schwer und furchtbar knapp. Wie wird es diesmal sein? Keine Ahnung.